Guten Abend zusammen. Hallo. Wir haben jetzt knappe 300 Kilometer Anfahrt hinter uns. Und die Ursi hat uns schon was Gutes zum Essen hergerichtet, damit wir noch ein bisschen was einnehmen können. Wir werden nämlich heute Nacht da stehen bleiben und dann von hier aus weitermachen. Wir stehen hier genau am Grenzstreifen zwischen Ost- und Westdeutschland. Und bevor ich die zwei Fehler, die wir schon gemacht haben, aufkläre, kommt erstmal das Intro. Also, der erste Fehler ist natürlich schon, das Essen habe nicht ich bereitet, sondern Helle. Helle macht das ja meistens bei uns. Und der zweite Fehler, es gibt gar keine Grenze mehr mit zwischen Ost und West. Wir stehen jetzt hier in Mucklereuth und das ist diese Stadt war mal geteilt. Dieses Dorf. Oder dieses Dorf war mal geteilt und es hat jetzt ein Museum und das wollen wir uns morgen anschauen. Ja, das ist also Klein-Berlin. So hat man es früher in Westdeutschland genannt. Ist in der Nähe von Hof. Ich blende mal eine Karte ein, dass ihr dann auch nachvollziehen könnt, wo das ist. Und morgen zeigen wir euch dann mehr. Jetzt lassen wir es uns erstmal schmecken. Mhm. Also ruht euch noch ein bisschen auf. Für uns wird es eine ganze Nacht, für euch nur ein paar Sekunden. Also, bleibe dran. Ja, ciao. Also, schönen guten Morgen. Wir waren heute Nacht. Ganz einsam wollten wir uns herstellen an dem Museumsparkplatz, etwas außerhalb der Ortschaft. Und da wollten wir ganz alleine stehen und es ging nicht, weil... Es kamen noch andere Camper dazu. Es kamen noch zwei Wohnmobile dazu, was aber ganz okay ist. Damit haben wir kein Problem, der Platz ist ja auch groß genug. Ja. Und wir waren aber trotzdem sehr einsam, weil... Weiß nicht. Wir 0,0% LTE gehabt ja, haben. Null Empfang, null, gar nichts, kein nicht Telefon, Telefon, gar nichts. Ja, also das gibt es auch noch in Deutschland. Ja? Ja. Und jetzt haben wir uns gerade fertig gemacht. Wir wollen jetzt dann ins Museum gehen. Ja. Und der eine Nachbar von heute Nacht ist weggefahren. Und schaut euch mal an. Dürfen wir sagen, Ursi, dass das ein Schwein ist? Ja, also... Das sollte eigentlich nicht sein. Ich wundere mich immer, warum man auf solche Parkplätze eigentlich nicht übernachten darf. Aber wenn das natürlich Schule macht, ist das blöd. Und ihr braucht jetzt nicht schreiben, wir sind päpstlicher als der Papst. Ich finde, ist eine Sauerei. Ein paar Regeln sollte man einfach einhalten. Also man kann zumindest über den Abguss fahren, ja? Ja. Also hier einfach auf dem Parkplatz, wo jetzt andere Leute kommen, sein Wasser abzulassen, selbst wenn es nur Duschwasser oder Kaffeewasser ist oder das sonst was. Das sollte man das nicht Das macht tun. Man nicht. Das hinterlässt einfach keinen guten Eindruck. Wenn jetzt Leute hierher kommen und sehen, da hat ein Wohnmobil gestanden und jetzt ist der ganze Platz nass, weil er sein Wasser abgelassen hat. So etwas tut man nicht. Das sollte man wirklich nicht tun. Und da sind wir stinksauer. Ja, genau. Aber wisst ihr was? Es ist schon ganz schön kalt. Ja, aber klar, okay, wir haben heute Ende Oktober, morgen ist November. Da darf es kalt sein, aber ich gehe jetzt wieder in unseren Gustl und hole uns eine Jacke und dann werden wir uns langsam auf den Weg zum Eingang machen, dann oder? Dann wird es uns warm ums Herz, weil dann gehen wir nämlich an den Originalgrenzstreifen, der hier erhalten geblieben ist. Ja, das schauen wir uns jetzt an. Und ihr dürft bitte. Also das große Thema ist natürlich hier Wiedervereinigung und das passt auch ganz gut jetzt zu den 30-jährigen Jahreswiederholung. Ja, Wiedervereinigung, ja. Genau. Und hier stehen wir vor einem sowjetischen Panzer. Mhm. Und die Wiedervereinigung hat ja doch einiges Geschichtsträchtiges. Aber ich würde sagen, das Spektakulärste ist, dass das die erste Übernahme einer kompletten Armee, nämlich der Nationalen Volksarmee der DDR war. Ja, wo wir von einem Tag auf den anderen in alle Kasernen die Westdeutsche, die Bundeswehr eingezogen ist. Und das Ganze hat stattgefunden ohne einen Schuss. Ich glaube, sowas hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, das war gut. Die ganze Wiedervereinigung war sehr gut. Ja, aber jetzt war ja der Fokus auf den Schuss gelegen. Ja, genau. Aber das muss man jetzt halt auch einfach mal sagen. Und jetzt sind wir mal hier, um dass zu es keinen Schuss gegeben hat oder dass die Wiedervereinigung gut war? Dass die Wiedervereinigung gut war. Und okay. Natürlich, dass es keinen Schuss gegeben hat. Also. Das sowieso. Also, und jetzt schauen wir uns mal dieses Grenzstädtchen an.
Wir waren ja schon mal vor 10 Jahren da. Grenzbereich, ja, ja, da ist das Museum gerade aufgebaut worden. Ja, damals waren wir auch schon da mit dem James Cook, aber da haben wir noch keine Filme gedreht. Nein. Aber jetzt schauen wir uns das nochmal an, weil so eine Auffrischung tut ja auch ganz gut. Genau. Also, gehen wir. Also ich war ja hier schon mal zu Zeiten, als das Ganze, als noch nicht die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und da, wo jetzt diese nachgebaute Mauer ist, da stand früher auch die Originalmauer. Ja? Und die Grenze zwischen Bayern und Thüringen ist dieses Bächle, was man da sieht. Das heißt, es gibt ein kleines Stück Wiese, was vor der Mauer steht und was noch zur damaligen DDR gehört hat. Und ich habe mir damals von einem Zollmitarbeiter erklären lassen, dass ein Arbeiter von der DDR, der vorher überprüft wurde, regelmäßig darüber geschickt wurde. Da gab es eine Tür durch diese Betonwand, gesichert durch 2 mit Gewehr im Anschlag stehenden Posten, hat er dann hier die Wiese gemäht und ist dann wieder zurückgegangen. Aber der hätte durch einen Sprung über den Bach hätte er nach Westen flüchten können. Ist aber nie passiert. Okay. Grusig. Und die Gebäude, die man hier sieht, das sind alle unverändert. Also ich kann mich richtig erinnern, wie ich damals gewesen bin. Hat es genauso ausgeschaut. Und ein Bauer hat mir erklärt, dass seine Verwandten da üben gelebt haben, viele Jahre. Er hat immer rübergewunken, aber die durften keine Regung zeigen. Das ist ihnen untersagt worden. Und weil sie das dann doch mal getan haben, sind einige ins Hinterland geschafft worden. Also hier hat man wirklich alle sozialen Kontakte und alle verwandtschaftlichen Kontakte, die über Jahrzehnte gewesen sind, durch diese Mauer abgetrennt und hat das Leben geteilt in Ost und in West. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Ja, definitiv. Ja. Die sind allesamt interessant, stimmt's, Ossi? Ja, sehr interessant. Was aber immer wichtiger ist, das ist das Handy. Ja, das gehört halt heute zu Tag dazu. Vor allen Dingen, weil wir ja Nacht ohne Handy gehen. Ja, total. Kann. Jetzt müssen wir alles nachlesen. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein Stress ist. Wenn jetzt plötzlich alle Nachrichten, die wir im Laufe des gestrigen Abends bekommen haben, jetzt plötzlich alle bing, bing, bing auf unser Handy kommen. So, hier haben wir die Befestigungsanlage, dieser Todesstreifen. Und hier sieht man das Bächle. Und das war auch früher so. Ich kann mich erinnern, dass ich hier beim Mittelreuth an der Mauer entlang gelaufen bin. Und die Grenzwächter haben natürlich da rausgeschaut. Und wer sich länger vor der Mauer aufgehalten hat, der ist auch fotografiert worden. Also in den Archiven gibt es sicherlich etliche Fotos von Leuten, die an der Mauer entlang gewandert oder spaziert sind, und sicher auch Fotos von mir. Mittlerweile vermutlich gelöscht.
Ich gehe mal in den Beobachtungsbunker und beobachte dich. Diese Kraut hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja, wir waren ja schon mal vor 10 Jahren da und ich meine, da war die Couch noch in Ordnung. Eine Ausstellung in Spielzeugformat, also H0-Größe, wo der Grenzzaun und der Grenzverlauf dargestellt ist. Aber die ist geschlossen, weil... Ja, es gibt die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen am 9. November. Richtig. Mhm.